Sie die Riesenspannung, das große Showdown im Pokalfinale. Am Mikrofon Frank Buschmann und Manni Breukmann. Gustavo Apollonio heißt der Schiedsrichter der heutigen Partie. Und das Spiel läuft. Körper und dann der Ball ist aus. Peter attackiert. Oh, da freut sich das Auge. Was für ein Pass. Das wird gefährlich. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. In der Mitte, da warten sie schon. Also die Chance hat er vertan. Robbie Keane. Jetzt ist er und auf der Linie hat er ohnehin seine Stärken. Den hat er super rausgeholt. Seine Position, der Mannschaftskapitän, macht ein schönes Tor. Ja, und ein wichtiges, und genau in diesen Momenten braucht die Mannschaft den Chef. Und hier nochmal das Tor aus anderer Perspektive. Oh, schlechtes Zweikampfverhalten. Was sagt der Schiri? Da nutzt keine Ermahnung. Da gibt es eine Verwarnung. Gelb.
man erst richtig, wie er ihm da in die Knochen geht. Furchtbar. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Den Ball wiedergeholt. Gut gemacht. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Dempsey. Jetzt ist er vorbei. Möglichkeit jetzt. Achtung, jetzt. Ja, der Ball war im Tor aus. Eckball. Das ist perfekt, wie er diesen Ball platziert. Nächster Gelegenheit wird hier wohl gewechselt. Sofort abgezogen und ja, das war eine Glanzparade des Torhüters. Ja, der Ball war schon im Tor aus, das muss Eckball geben. Zweikampfverhalten in dieser Situation. Jetzt ist er ganz frei durch. Schuss und... Wenn Sie das sicher nach Hause schaukeln wollen, müssen Sie mindestens noch einen drauflegen. Zur Pause steht es 2:0. Ein Finale mit einer Führung in der Halbzeitpause. Trägt das die Mannschaft zum Sieg? Ja, also im Moment spricht vieles dafür, aber Manni, ganz ehrlich, was ist das für ein Fußballspiel hier? Nix mit abwarten, nix mit gucken, was der Gegner macht, gleich Volldampf. Klasse!
und der Ball ist drin.